Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und ich möchte heute mit unserer Serie über den Anfang fortfahren. In der letzten Predigt hatten wir uns ja bereits mit 1. Mose 1 und Vers 1 beschäftigt. Und wir hatten gesehen, dass im Anfang Gott die Himmel, wie es heißen sollte, und die Erde schuf, also das Physische der Welt sozusagen. Also es geht hier nicht unbedingt hier um die geistliche Welt, die hat Gott auch erschaffen, aber 1. Mose 1 und Vers 1 bezieht sich auf die Erschaffung der physischen Welt, des physischen Universums und der Erde. Und wir hatten bereits gesehen, andeutungsweise, dass diese Erschaffung eine vollendete war, eine perfekte. Das ist wichtig zu verstehen, wenn man den zweiten Vers im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, dann liest. Aber zunächst einmal schauen wir uns an, wie die Erde erschaffen worden war, als Gott sie erschuf. Und wir sahen bereits, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern dass er aus zwei Personen besteht und immer schon bestanden hat. Und dass der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat, die zweite Person innerhalb der Gottheit. Ich möchte hier mit Ihnen jetzt zunächst einmal aus dem Jesaja-Buch vorlesen, und zwar aus dem 45. Kapitel. Und ich zitiere hier aus der Elberfelder Bibel, weil die diese Stelle weitaus richtiger und klarer übersetzt. In Jesaja 45 lesen wir in Vers 18 in der Elberfelder Übersetzung. Jesaja 45 und Vers 18. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat, die Himmel geschaffen hat, wie es hier heißt. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Das ist total richtig übersetzt. Er hat sie nicht als eine Öde erschaffen. Nun, das Wort Öde ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Tohu. Und wie wir gleich sehen werden, in 1. Mose 1 und Vers 2, wo es heißt, die Erde war wüst und leer, dann finden wir, dass das Wort wüst ebenfalls eine Übersetzung des hebräischen Wortes Tohu ist. Aber Jesaja sagt uns, dass die Erde nicht in diesem Zustand der Öde, der Wüste, erschaffen wurde. Also etwas muss geschehen sein, sodass die Erde dann wüst und leer wurde. Wir finden auch eine interessante Stelle im Buch Hiob. Im Buch Hiob im 38. Kapitel. Und ich lese dies aus der Lutherbibel vor, angefangen Vers 4. Hiob 38 und in Vers 4. Da sagt nämlich Gott einiges Interessantes zu Hiob, der sich ja so weise und gerecht hielt, dass er meinte, er kenne alle Dinge sogar besser als Gott. Und da fragt Gott ihn so einiges und er sagt hier in Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Mit anderen Worten, du hast ja noch gar nicht existiert. Sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wie ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Vers 7, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Und wir hatten dies bereits in unseren Predigten über die Engelwelt behandelt. Morgensterne sind hochrangige Engel und Gottes Söhne kann sich auf normale Engel beziehen. Der Punkt ist der, als Gott die Erde gründete, da lobten und jauchzten die Morgensterne und die Gottessöhne über diese Schöpfung. Die hätten das wohl schwerlich getan, wenn die Erde in einem wüsten und öden Zustande erschaffen worden wäre. Der Grund, warum sie jauchzten, war auch der, dass wir noch sehen werden, dass ihr Aufenthalt sein sollte, ihr Wohnort, zumindest für einige der Engel. Auch hier zeigt sich, dass die Erde in einem herrlichen Zustand erschaffen wurde. Aber wir lesen dann auch etwas über ein gewaltiges, mächtiges Engelwesen. Ein Engelwesen, das zunächst einmal den Namen im Lateinischen Luzifer hatte und der mit einem Drittel der Engel auf dieser Erde leben sollte, sie regieren sollte, sie sogar noch verschönern sollte in diesem Sinne. Aber dieser Luzifer, der war ein sehr herrliches Wesen und der hatte ganz andere Pläne. Oder entwickelte, will ich einmal sagen, ganz andere Pläne in seinem Sinn. Und wenn wir uns jetzt einige Stellen anschauen, wie zum Beispiel in Jesaja 14, dann werden wir sehen, dass ein Ereignis stattgefunden hat, das dazu geführt hat, dass die Erde und sogar auch das Universum wüst und leer wurden. In Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14. Lesen wir angefangen in Vers 12.
Da sagt Gott zu diesem großen, gewaltigen Morgenstern oder Engelwesen, einem Cherub, wie wir noch sehen werden: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wir hatten ja im Buch Hiob gesehen, dass Morgensterne gewaltige, hochrangige Engel beschreiben. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Nun, das ist noch eine Erklärung, die sich noch in der Zukunft abspielen wird. Dieser Morgenstern, dieser Luzifer, wie es im Lateinischen heißt, der ist noch nicht in dem Sinne zu Boden geschlagen worden, dass ein endgültiges Schicksal besiegelt worden sei. Das ist noch Zukunft. Aber hier wird bereits dies schon beschrieben. Aber dann geht es zurück in die Vergangenheit. Und es heißt hier in Vers 13, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen. Schauen Sie, er war sich hier auf Erden. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Also hier werden die Sterne Gottes beschrieben, aber das sind natürlich Engelwesen. Dieser Luzifer, der wollte seinen Thron, den er hier auf Erden hatte, in den Himmel versetzen, über die Sterne erhöhen. Und nicht nur das, das heißt, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Und wir lesen vielfach in der Bibel, dass Gottes dritter Himmel, wo Gott wohnt, im Norden ist. Und dann heißt es, ich will auffahren über die hohen Wolken. Also er wollte nicht nur in den physischen Himmel fahren, sondern es ging um den geistigen, den dritten Himmel, in den Satan oder Luzifer vordringen wollte. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Also er wollte wie Gott sein, oder um es vielleicht noch besser auszudrücken, er wollte Gott sein. Er wollte Gott von seinem Thron stürzen. Und wie ich sagte, dieser Luzifer, durch diese Rebellion wurde zur Erde zurückgeschleudert, hat natürlich diese Rebellion verloren und sein Name wurde in Satan verändert. Luzifer, der Morgenstern, der wurde zu Satan, dem Teufel, dem Feind Gottes. Wir finden eine weitere Stelle im Buch Ezekiel, im 28. Kapitel, wo es noch deutlicher wird, was hier während dieser Rebellion geschah. Nun, im 28. Kapitel von Ezekiel finden wir angefangen in Vers 1 eine Beschreibung des Fürsten zu Tyros, des menschlichen Fürsten oder menschlichen religiösen Führers, der noch kommen wird. Aber wenn wir uns dann in Vers 12 die weitere Folge anschauen, dann sehen wir, dass nun ein Bericht erstattet wird über den König von Tyros. Also nicht mehr den Fürsten von Tyros, diesen menschlichen Führer, sondern den König von Tyros, der kein anderer ist als Satan, der damals noch Luzifer war. Denn es ist letztendlich ja Satan, der diese Welt beherrscht, wie wir das bereits erfahren haben aus vergangenen Predigten. Und er ist derjenige, der hinter diesem Fürsten von Tyros steht, der nebenbei gesagt auch kein anderer ist als der Böse, der im 2. Thessalonikerbrief beschrieben wird, der Mensch der Ungerechtigkeit. Und das heißt ja, der wird mit den Wundern und Zeichen Satans kommen, um die Menschen zu verführen. Auch er wird als der falsche Prophet im Buch der Offenbarung beschrieben. Aber nun lesen wir über Satan selbst, diesen Luzifer, diesen Morgenstern. Das heißt zunächst einmal, du Menschenkind, in Vers 12, stimm ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. Also Gott hatte hier ein Meisterstück der Erschaffung produziert. Und zwar war dieser Luzifer, dieses Wesen, ein Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. Vers 13, in Eden warst du im Garten Gottes. Schauen Sie, wenn es um diesen physischen Garten Gottes hier auf Erden sich drehen würde, dann wissen wir, dass da nur zwei Menschen drin waren, nämlich Adam und Eva. Aber es geht hier nicht um Adam. Der Garten Gottes, der Eden, der hier beschrieben wird, kann sich entweder auf die Erde beziehen, wie sie existierte, bevor es zu der Rebellion Satans kam. Mit anderen Worten, eine Erde, die in vollkommenem Zustande war. Er kann sich aber auch auf den Garten Gottes Eden im Himmel beziehen. Wir lesen ja, dass es im Himmel geistige Dinge gibt, wie zum Beispiel einen Tempel, wie zum Beispiel einen Altar. Wir lesen sogar, dass Gott das heilige Jerusalem zurzeit im Himmel für uns vorbereitet, das dann auf die Erde zurückkommen wird oder vielmehr kommen wird in der Zukunft. Es kann also dies auf den Garten Gottes sich im Himmel beziehen. In jedem Falle heißt es, du warst in Eden, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis oder Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmuckes, den du trugst, am Tage, als du geschaffen wurdest.
wurden sie bereitet. Schauen Sie, der einzige Mensch und die einzigen beiden Menschen, die geschaffen wurden, waren Adam und Eva. Aber es geht hier nicht um Adam und Eva. Es geht hier um ein anderes Wesen, das aber geschaffen wurde. Es wurde nicht geboren in dem Sinne, wie heute Menschen geboren werden. Es war ein Geistwesen. Das wurde geschaffen. Und so heißt es hier, du warst ein glänzender, schirmender Cherub in Vers 14. Also hier wird es ganz klar und deutlich gesagt, dieses Geistwesen war ein Cherub, ein hohes Engelwesen. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, scheinbar dieser Berg im Norden, auf den dann dieser Luzifer nachher wieder vordringen wollte. Mit anderen Worten wurde Luzifer zunächst einmal im Himmel ausgebildet, um dann die Herrschaft über die Erde übernehmen zu können. Das heißt, du warst ein glänzender Schirm und der Cherub, auf den heiligen Berge hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst du, in dem Sinne, dass er der Oberste war über die Engel, über die er herrschen würde. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Es geht nicht darum, dass dieser Luzifer Gott war, es geht um die Herrscherposition in diesem Zusammenhang. Wir lesen ja auch später, dass Gott sagt, dass Mose für Aaron wie Gott sein sollte. Mit anderen Worten, er würde die Autorität haben über Aaron. Und dann heißt es hier in Vers 15, du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest. Also auch hier wiederum wird es deutlich, dass dieses Engelwesen, dieser Cherub, dieser Morgenstern geschaffen worden ist, bis an dir Missetat gefunden wurde. Zunächst einmal wurde er in einem sündenlosen Zustand geschaffen, aber er war natürlich ein Wesen, das sich entscheiden konnte, das freie Wahl hatte. Und dieser Luzifer, dieser Morgenstern, entschied sich dafür, Missetat zu tun. Und so heißt es hier in Vers 16, durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels. Nicht, dass er von Anfang an voll Frevel gewesen wäre, aber er wurde voll Frevel und hast dich versündigt. Und da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Hier wird also die Rebellion Luzifers und seiner Engel gegen Gott beschrieben. Und dann hat er natürlich diese Rebellion verloren und wurde zurückgeschleudert auf die Erde. Wir lesen einen weiteren Bericht über diese Rebellion in Offenbarung Kapitel 12. In Offenbarung Kapitel 12. Und denken Sie auch daran, dass er seine Herrschaft über die Sterne Gottes erhöhen wollte. Und jetzt lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, und der wird nachher in der Bibel im Offenbarungsbuch als der Satan, der Teufel, identifiziert. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter, 10 Hörner, auf seinen Häuptern 7 Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Also er wurde bei seiner Rebellion von einem Drittel der Engel unterstützt, der Sterne. Und da eben er die Rebellion verlor, wurden er und die Engel, seine Engel, auf die Erde zurückgeschleudert. Und die Engel haben heute den Namen von Teufeln oder Dämonen. Nun Christus, der ja nun Luzifer erschaffen hatte, denn Gott der Vater hat ja alles durch Christus erschaffen, und der auch alle Engel erschaffen hatte, der war natürlich auch gegenwärtig, wenn diese Rebellion stattfand. Und er sagt das nachher auch, er beschreibt es in Lukas Kapitel 10. Er konnte sich dann daran erinnern natürlich, als er hier auf die Erde als Mensch kam, was in der Vergangenheit geschehen war. In Lukas Kapitel 10, angefangen in Vers 17. Christus hatte nämlich jetzt die Jünger ausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen und, wie es heißt, um Dämonen auszutreiben. Und da heißt es hier in Vers 17, und die 72 kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und jetzt sagt er etwas sehr Bedeutsames in Vers 18. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Christus bezieht sich hier auf den Aufstand Luzifers gegen Gott und wie dann Luzifer, der dann zu Satan wurde, heruntergeschleudert wurde von dem dritten Himmel auf die Erde wie ein Blitz. Es bezieht sich hier auf seinen Zustand als Geistwesen. Aber Christus sah das. Er hatte keinen Zweifel daran, dass dies wirklich so geschehen ist. Und dann sagt er weiter hier in Vers 19, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione
und Macht über alle Gewalt des Feindes, Satan des Teufels, der ja der Feind genannt wird, der Feind Gottes. Und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, darauf kommt es letztendlich nicht an. Denn er sagte hier, schau, ich sah sogar Satan herunterfallen vom Himmel wie einen Blitz, also Gott ist mit Sicherheit in der Lage, mit Satan umzugehen. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass wir im Buch des Lebens stehen. Was bedeutet, dass wir ewiges Leben erlangen werden, solange wie unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Im Judasbrief wird ebenfalls über diesen Aufstand Luzifers und der Engel, der Dämonen gegen Gott geschrieben. Lukas in Vers 6. Judas vielmehr. Judas in Vers 6. Judas steht ja direkt vor dem Buch der Offenbarung. Und da heißt es ganz deutlich, auch die Engel, also die Sterne, von denen wir eben gelesen haben, die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, die Behausung hier auf Erden, die stiegen mit Satan in den Himmel auf, um Gott von seinem Thron zu stürzen. Die hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Es bezieht sich hier auf den Zustand der Engel, die zu Dämonen wurden. Die leben in der Finsternis. Das ist auch bedeutsam im Hinblick auf das, was wir gleich lesen werden, was im 1. Buch Mose Kapitel 1 und dann angefangen in Vers 2 geschah. Die leben heute in Finsternis. Sie sind die Fürsten der Finsternis, wie es heißt. Wenn wir heute von Gott berufen sind, sollen wir nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern im Licht. Es heißt, wir waren einmal Finsternis, nun sind wir Licht, sollten es sein. Aber die Dämonen, die sind in der Finsternis befangen. Und so lesen wir in 2. Petrus Kapitel 2 einen weiteren Bericht, eine weitere Bezugnahme auf die Rebellion Satans und der Engel gegen Gott. 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 4. Zunächst einmal im Judasbrief lasen wir davon, dass die Engel ihren himmlischen Rang nicht bewahrten. Aber was ist damit gemeint? Wir lasen bereits, dass der Luzifer, dieser Morgenstern, sündigte. Haben die Engel, die ihm folgten, ebenfalls gesündigt? Nun, hier wird es deutlich gesagt, 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont. Es geht hier um die Rebellion, um den Aufstand der Engel gegen Gott. Die haben gesündigt dadurch. Natürlich haben sie sich durch diesen Aufstand gegen Gott aufgelehnt, haben gegen ihn rebelliert und Rebellion ist Sünde. Sondern er hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen. Nun, das Wort Hölle hier ist die Übersetzung des griechischen Wortes Tartaros und dieses Wort kommt nur hier an dieser Stelle vor, im gesamten Neuen Testament. Und es bezieht sich nicht auf einen Ort, es bezieht sich auf einen Zustand. Die Engel leben heute in Finsternis, in einem Zustand der Finsternis. Und es heißt hier, und hat sie übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Aber sie werden festgehalten in dem Zustand der Finsternis. Die meisten der Dämonen können nicht bereuen, wollen nicht bereuen, haben die unvergebbare Sünde begangen. Ich sage die meisten, wir hatten ja gesehen, dass die Möglichkeit besteht, dass vielleicht einige wenige bereuen können noch. Aber die meisten leben in diesem unabänderlichen Zustand der Finsternis, gekettet von der Finsternis. Die Tatsache, dass die Engel nicht wirklich oder diese Dämonen nicht wirklich in einem Zustand jetzt fest oder in einem Ort festgehalten werden, ergibt sich zum Beispiel daraus, dass es in 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 4 heißt. Oder vielmehr im 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. In 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8, da wird nämlich etwas über den Teufel gesagt, über diesen Luzifer, der zu Satan wurde. Da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der geht also umher. Der ist nicht jetzt in einer sogenannten Hölle festgeschmiedet und kann sich nicht bewegen. Nein, er geht hier auf der Erde umher, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Um zu sehen, wen er durch Sünde verführen kann. Vielleicht auch gegen Gott zu rebellieren. Und das Gleiche gilt auch für Dämonen. Einige haben gesagt, ja, aber die Dämonen, die sind festgehalten in einer Hölle, der Satan, der läuft noch frei umher. Nein, die Dämonen werden beschrieben als die Herren der Finsternis, die Gewaltigen, gegen die wir uns wappnen müssen. Die leben in Finsternis, aber die leben in dem Sinne, dass sie frei umhergehen und schweifen können. Wir lesen sogar auch noch später
im Buch der Offenbarung, dass sie erneut einen Aufstand planen gegen Gott. Und Satan und seine Dämonen werden erneut versuchen, gegen Gott zu kämpfen, werden erneut unterliegen. Also die können nicht in einer Hölle festgehalten sein und sich nicht bewegen können. Mit diesen Bemerkungen möchte ich jetzt 1. Mose 1 und Vers 2 lesen. Also der Aufstand Luzifers gegen Gott hat etwas bewirkt im Universum, hat etwas bewirkt auf der Erde. Und wir lesen 1. Mose 1 und Vers 2, zunächst einmal in der Lutherbibel. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Schauen Sie, die Finsternis herrschte nun. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Es heißt hier, die Erde war wüst und leer. Wenn das der Fall wäre, wenn das eine richtige Übersetzung wäre, dann würde ja ein Widerspruch bestehen mit dem Jesaja-Kapitel, das wir gelesen hatten, wo Gott uns sagte, dass er die Erde nicht wüst erschaffen hat. Im Hebräischen steht hier für wüst und leer Tohu und Bohu. Und wir haben ja auch das Wort Tohu Wabohu im Deutschen. Wüst und leer. Aber Gott sagt uns, die Erde ist nicht wüst erschaffen worden. Also etwas muss geschehen sein, dass dieser Zustand der Wüste und der Leere eintrat. Nun, das Wort für war im Hebräischen, wo es heißt, die Erde war wüst und leer, kann auch mit ward oder wurde übersetzt werden. Es kommt auf den Zusammenhang an. Und um die Stellen zu harmonisieren, ist deutlich, dass es hier in diesem Falle mit ward oder wurde übersetzt werden muss, weil sonst ein Widerspruch vorliegen würde. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 2 an und Vers 7. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 7. Da lesen wir, da machte Gott der Herr den Menschen aus Acker oder aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward, schreibt Luther auch hier, der Mensch ein lebendiges Wesen, oder wie es richtig übersetzt sein sollte, eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, als Gott den Odem des Lebens in seine Nase blies. Also zuvor war er noch keine lebendige Seele, und wir sehen hier, dass er dazu wurde. Das Wort im Hebräischen ist das gleiche Wort, was in 1. Mose 1 und Vers 2 gebraucht wird. Aber auch hier kann nur die Bedeutung sein, er wurde zu etwas, was er vorher noch nicht gewesen war. Wir lesen auch eine weitere bekannte Stelle in 1. Mose 9 und in Vers 21. Es geht hier um Noah, nachdem er die Sintflut überlebt hatte. Da wurde er ein Ackermann, wie es heißt, und da pflanzte er einen Weinberg. Und schauen Sie, was geschah in 1. Mose 9 und Vers 21. Und da er von dem Wein trank, da ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Nun, er war nicht vorher schon betrunken, aber als er von dem Wein trank, da wurde er betrunken. Und auch hier wiederum ist das gleiche Wort im Hebräischen, das hier Verwendung findet. Also auch da muss es natürlich wurde heißen. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 19 an. Eine vielleicht noch bekanntere Stelle. 1. Mose 19 und Vers 26. Als damals Lot und seine Töchter und seine Frau aus Sodom gingen, da wurde ihnen gesagt, schaut euch nicht um. Aber hier die Frau von Lot, die schaute sich um, die wollte scheinbar zurück in die Umgebung, die sie verlassen hatte. Und so lesen wir hier in Vers 26, und Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Die wurde zur Salzsäule, die war vorher noch keine Salzsäule, bevor sie sich umgedreht hatte. Aber auch hier findet sich das gleiche Wort im Hebräischen. Und auch hier kann es nur mit wurde übersetzt werden. Und so ist es dann klar, dass auch in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 2 die Übersetzung lauten muss, und die Erde wurde wüst und leer. Sie wurde wüst und leer aufgrund der Rebellion, des Aufstandes, dieses geistigen Krieges, der stattgefunden hatte und stattfand zwischen Luzifer und seinen Engeln und Michael, wie es heißt, und seinen Engeln, den Krieg, der dazu führte, dass Luzifer und die Dämonen auf die Erde zurückgeschleudert wurden, wie es heißt, wie ein Blitz. Die
Elberfelder Bibel, ich möchte das kurz hier erwähnen, die schreibt zwar auch zunächst einmal, und die Erde war wüst und leer, aber die haben dann eine Anmerkung. Und in der Anmerkung heißt es, oder wurde. Also sie geben zu, dass es mit die Erde wurde wüst und leer übersetzt werden kann. Und wie ich sagte, das ist an sich nur die einzig mögliche Übersetzung in diesem Zusammenhang. Die jüdische Übersetzung von 1917 und auch die Rotherham Bibel schreiben sogar im ursprünglichen Text, die Erde war wüst und leer geworden. Die New International Version schreibt auch in der Anmerkung, es kann auch mit wurde übersetzt werden. Ich möchte hier ein wenig aus unserer Broschüre vorlesen, die wir geschrieben haben vor vielen Jahren, über die Evolution. Mit dem Titel Evolution oder die Theorie der Evolution, ein Märchen für Erwachsene, Fragezeichen. Und diese Broschüre ist auf unserer Webseite auf postenstehen.de zu finden. Und da sagen wir Folgendes. Wir hatten ja in der letzten Sendung ein wenig über Evolution gesprochen. Und die Tatsache, dass sowohl die Evolution, wie sie heute von Wissenschaftlern erklärt wird und befürwortet wird, und sogar die sogenannte theistische Evolution, die also angeblich zwar eine Evolution war, die aber aufgrund von Gottes Wirken dann entstanden ist, alles dieses abzulehnen im Hinblick auf das, was die Bibel sagt. Sie können nicht an die Evolution glauben, ob es jetzt eine atheistische oder eine theistische ist, und gleichzeitig an den Text der Bibel. Und in unserer Broschüre gehen wir sehr darauf ein, zeigen auch wissenschaftliche Beweise, warum die Evolutionslehre keineswegs bewiesen ist. Und dann schreiben wir auch über die sogenannte biblische Schöpfungslehre Folgendes. Anstatt den Beginn des Universums mit einem Urknall zu erklären, sagt uns die Bibel, und wir zitieren aus der Elberfelder Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort Himmel steht im Hebräischen in der Mehrzahl und beschreibt das gesamte Universum. Im Buch Jesaja finden wir folgende Ergänzung, und Sie können sich nachher diese Stelle einmal anschauen, in Jesaja Kapitel 45, die Verse 11 bis 13. Und wir zitieren hier wiederum aus der Elberfelder Bibel. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihrem Heer, also die Sterne, die Planeten und so weiter, habe ich Befehl gegeben. Also Gott identifiziert sich klar als der Schöpfer, der Himmel und der Erde. Das Neue Testament, sagen wir dann in der Broschüre, bestätigt diese alttestamentliche Aussage. Und dann zitieren wir Hebräer, Kapitel 11 und Vers 3, wo es heißt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist, aus nichts, was man sehen kann. Schauen Sie, interessant ist hier auch, nebenbei gesagt, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Nun, wer ist Gottes Wort? Kein anderer als Jesus Christus. Also auch diese Stelle zeigt uns, dass Gott der Vater alles durch das Wort Jesus Christus erschaffen hat. Und das erkennen wir durch den Glauben. Sicherlich müssen wir an das glauben, was die Bibel sagt. Wir können auch an das glauben, was die Evolutionslehre sagt, aber das ist ein Irrglaube. Aber durch diesen Glauben, den wir haben können, den Gott uns geben kann, erkennen wir dies. Erkennen wir die Wahrheit. Erkennen wir die Tatsache, dass es Gott war, der die Welt erschaffen hat. Der Vater hat alles erschaffen durch das Wort. Jesus Christus, der Logos, wie er in Johannes 1 und Vers 1 beschrieben wird. Zurückkehren zur Broschüre heißt es dann, wir lesen auch in einer weiteren Stelle, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Das ist ein Zitat aus Hebräer Kapitel 1 und Vers 10, ebenfalls von der revidierten Elberfelder Bibel her zitiert. Und dann heißt es im Buch der Offenbarung, wird gleichfalls erklärt, dass Gott alles ins Dasein rief. Und dann wird Offenbarung Kapitel 4 und Vers 11 zitiert. Ebenfalls aus der revidierten Elberfelder Bibel. Du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Schauen Sie, alle Dinge. Es gibt nichts im Universum, es gibt nichts auf der Erde, was nicht durch Gott erschaffen worden ist. Wir fragen dann, ob die Bibel nicht gleichwohl eine Erschaffung durch Evolution zulässt. Aber viele Stellen sprechen dagegen.
Zunächst einmal lesen wir, dass Gott im Himmel oder dass Gott im Anfang die Himmel und die Erde aus dem physischen Nichts schuf. Das hatten wir gerade im Hebräerbrief gelesen. Das heißt nicht, dass einem hochkonzentrierten, energiehaltigen Nukleus, der dann explodierte, wie uns das die Evolutionslehre durch den Urknall nahebringen will. Das Universum und die Erde waren, laut 1. Mose 1 und Vers 1, auch im gleichen Zeitpunkt erschaffen worden. Nichts wird darüber ausgesagt, wann dies geschah. Die Erschaffung der Himmel und der Erde mag laut Bibel vor Millionen oder Milliarden von Jahren geschehen sein. Also die Idee, dass die Erde nur 6000 Jahre alt sei, die ist in der Bibel keineswegs enthalten. So dann impliziert die Bibel auch, dass zu dem Zeitpunkt des Anfangs, in Anführungszeichen, die Erschaffung vollendet war. Das hatten wir ja auch gesehen, dass im Hebräischen es deutlich gemacht wird, dass bereits im Anfang, als die Himmel und die Erde geschaffen worden sind, dass dies eine vollendete Schöpfung war. Also mit anderen Worten, dass sie sich nicht über Milliarden von Jahren erstreckte. Aber dann lesen wir 1. Mose 1 und Vers 2, wie wir das gerade getan haben, wo es heißt in der Lutherbibel, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Doch richtig übersetzt sollte die Stelle lauten, wie es auch in der Anmerkung der revidierten Elberfelder Bibel gesagt wird, die Erde wurde wüst und leer. Die revidierte Elberfelder Bibel steht mit dieser Auffassung keineswegs alleine da. Die in London erschienene Companion Bible enthält folgende Anmerkung zu 1. Mose 1 und Vers 2 und ich zitiere. War gleich wurde. Die Erde ist nicht Tohu oder wüst erschaffen worden, sondern sie wurde Tohu oder wüst. Eine amerikanische moderne Übersetzung, die New International Version, schreibt ebenfalls in einer Fußnote zu 1. Mose 1, Vers 2, dass das Wort war, möglicherweise auch mit wurde, wiedergegeben werden kann. Sonst würde auch ein Zwiespalt zwischen 1. Mose 1 und Vers 2 und der oben angeführten Jesaja-Stelle aus Jesaja 45, Vers 18 bestehen, wo wir lasen, dass Gott die Erde nicht als eine Öde erschuf. Die Erde, oder vielmehr die Öde, das Wort für Öde ist das hebräische Wort für Tohu, das gleiche Wort, das eben auch in Jesaja gebraucht wird. Das hatten wir bereits besprochen. Aber jetzt fahren wir fort ein wenig näher noch in diese Stelle hinein, uns zu versetzen. Der Grund für die unterschiedlichen Übersetzungen in 1. Mose 1 und Vers 2 liegt darin, dass das dort gebrauchte hebräische Wort, und das Wort ist Haya, H-A-Y-A, wo es heißt, die Erde war, also Haya oder wurde, wüst und leer, dass dieses Wort auch mit wurde übersetzt werden kann, je nach dem Zusammenhang. Und dann geben wir hier noch mehrere Stellen an, die das Wort Haya behandeln und zeigen, dass es dort mit wurde übersetzt werden muss. Wir hatten bereits die Stelle gelesen, als Gott den Adam erschuf. Wir hatten auch bereits die Stelle gelesen, als Lots Frau zur Salzsäule wurde. Aber es finden sich eine weitere Stelle in 5. Mose. 5. Mose 27 und Vers 9. Und auch die Stelle können Sie sich nachher anschauen. 5. Mose 27 und Vers 9. Ich zitiere erneut aus der revidierten Elberfelder Bibel. Da heißt es, am heutigen Tage bist du dem Herrn, deinem Gott, zum Volk geworden. Bist geworden, heißt es hier. Oder wurdest du zum Volk. Mit anderen Worten, es war noch nicht das Volk Gottes, aber an diesem heutigen Tage, sagt Mose hier, bist du dem Herrn, deinem Gott, zu einem Volk geworden. Aber auch hier steht wiederum das Wort Haya im Hebräischen. Und dann noch eine Passage in 2. Samuel, Kapitel 7 und Vers 24. Auch dies eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können. Und da wird es hier auch in der Lutherbibel wie folgt übersetzt. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Oder wurdest du ihr Gott. Aber wiederum Haya im Hebräischen. All diese Stellen zeigen, dass dieses Wort sicherlich mit wurde oder bist geworden übersetzt werden kann. Also man kann hier klar und deutlich sagen, in 1. Mose 1 und Vers 2, und die Erde wurde wüst und leer, oder die Erde ist wüst und leer geworden. Sie war es nicht von Anfang an. Das ist wichtig zu begreifen. Die meisten im orthodoxen Christentum lehnen diese Erklärung total ab. Die meisten im Judentum lehnen diese Erklärung total ab. Die sagen alle, Gott hat die Erde wüst und leer erschaffen. Verstehen scheinbar nicht den Widerspruch, den sie dadurch selbst sich erzeugen. In unserer Broschüre fahren wir dann wie folgt fort. Zahlreiche Theologen und Wissenschaftler haben die Auffassung vertreten,
Dass der in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 2 beschriebene Zustand der Öde und Wüste weitaus später erfolgte als die in 1. Mose Vers 1 beschriebene Schöpfung der Erde, sodass also von daher das Wort Haja in 1. Mose 1 und Vers 2 mit wurde wiederzugeben ist. Joseph Free, Professor der Archäologie und Geschichte, veröffentlichte im Jahr 1950 ein Buch mit dem Titel Archäologie und biblische Geschichte. Seitdem ist dieses Buch mehrmals erneut aufgelegt worden. Er schreibt auf Seite 19 und ich zitiere: Das Alter des Universums ist eine total unabhängige Frage von dem Alter der Erschaffung des Menschen. Die ursprüngliche Schöpfung des Universums ist und der Erde werden in 1. Mose Vers 1 beschrieben. Darauf folgt eine Zeitspanne, während der die Erde wüst und leer war oder wurde, könnte man sagen. Diese Zeitspanne kann ein paar Millionen Jahre betragen haben. Nach dieser kataklysmischen Zeitspanne wird dann die Wiederherstellung der Welt in 1. Mose 1 und Vers 2 und so weiter dann beschrieben. Im 19. Jahrhundert machte George Pember in seinem Buch Die frühesten Zeitalter der Erde die Ansicht populär, dass in 1. Mose 1 und 1 und dann 1. Mose 1 Vers 2 von einer langen Zeitdauer oder einem Abstand, einer Lücke gesprochen wird. Und es wird immer behauptet, dass diese ganze Idee von diesem zeitlichen Abstand, dieser Lücke, auf ihn zurückzuführen sei. Die Möglichkeit einer Lücke, schreibt dieser Professor Free, oder einer langen Zeitspanne, ist jedoch von vielen kompetenten Theologen vertreten worden. Und dann zitiert er einige, wie zum Beispiel Hengstenberg, der lebte so um 1828 und er lehrte an der Universität von Berlin, er war ein deutsch-lutherischer Gelehrter, oder auch von Franz Delitzsch, der war Professor in Erlangen und er schrieb hier hochqualifizierter alttestamentlicher Gelehrter, der lebte so von 1813 bis 1890 und dann zitierte noch andere Theologen, die ich nicht kenne, die sie scheinbar auch nicht kennen, aber immerhin werden die zitiert wie Böhme, Oettinger, Meyer, Stier, Kehl und Kurz. Der Punkt ist eben der, dass viele Theologen, vergleichsweise wenige, aber doch einige zumindest, erkannt haben, dass es sich hier um eine Lücke handeln muss, wie Sie sagen. Mit anderen Worten, ein Zeitabstand wird beschrieben von der ursprünglichen Erschaffung der Erde bis zu dem Zustand, als die Erde wüst und leer wurde. Auf Seite 21 geht Professor Friedan auf eine interessante mögliche Parallelstelle ein, und zwar auf Jeremia Kapitel 4 und Vers 23. Jeremia Kapitel 4 und Vers 23, die möchte ich mal kurz aufschlagen. In Jeremia Kapitel 4 und Vers 23 beschreibt nämlich Jeremia mit den gleichen Worten, wie sie in 1. Mose 1 und Vers 2 gebraucht werden, einen Zustand, vor dem er warnt. Er schreibt hier in Jeremia Kapitel 4 und Vers 23, das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Er schreibt: Ich schaute das Land an und siehe, es war wüst und öde. Man könnte sagen wüst und leer, im Hebräischen Tohu und Bohu. Und den Himmel, und er war finster. Schauen Sie, die Parallele zu dem, was in 1. Mose 1 und Vers 2 gesagt wird, ist kaum zu übersehen. Und Professor Free schreibt jetzt hier: Indem er Israel wegen seiner Sünden vor Gottes Gericht warnt, beschreibt der Prophet Jeremia in seiner Vision die Erde als wüst und leer. Er benutzt dabei die gleichen hebräischen Wörter, die in 1. Mose 1 und 2 verwendet wurden. Scheinbar wurde Jeremia motiviert, an die Verwüstung der Erde vor der Erschaffung des Menschen zu denken und sie mit dem kataklysmischen Zustand zu vergleichen, der entstehen würde, falls Gottes Gericht über ein reueloses Israel hereinbräche. Der Gebrauch der identischen Wörter könnte daher auf eine kataklysmische Zeitspanne in 1. Mose 1 und Vers 2 hinweisen. Dann fährt er fort, Folgendes zu sagen, oder vielmehr wir fahren fort in unserer Broschüre Folgendes zu sagen: Doch bevor es zu dieser Verwüstung der Erdoberfläche kam, lebten bereits Tiere auf Erden, und das ist auch wichtig zu verstehen. Diejenigen, die sagen, die Erde ist vor 6000 Jahren erschaffen worden, die sagen also auch, alle die Dinosaurier und diese schrecklichen Wesen, die es damals gegeben hat, die lebten zur gleichen Zeit wie die Menschen. Das ist nicht unbedingt richtig. Es lebten bereits Tiere auf der Erde, noch bevor es überhaupt den Menschen gab. Noch bevor es zu dieser Verwüstung der Erdoberfläche kam. Wir fahren fort. Den Menschen gab es allerdings noch nicht. Seine Erschaffung wird in 1. Mose 1 und Vers 26 geschildert, nachdem Gott die Verwüstung beseitigte.
und solche Tiere erschuf, die es größtenteils heute noch gibt. Ein interessanter Hinweis auf diese Neugestaltung der Erde findet sich möglicherweise in Psalm 104 und Vers 30. Und den möchte ich jetzt auch hier mal kurz vorlesen, und zwar aus der Mengebibel. Psalm 104 und Vers 30. Es scheint, dass hier auch auf die Geschehnisse Bezug genommen wird, die damals in 1. Buch Mose 1, Vers 2 und so weiter beschrieben werden. Psalm 104 und Vers 30. Da schreibt Luther, oder vielmehr, da schreibt Gott hier über die Wesen, die er erschaffen hat. Und es ist hier der Psalmist, der hier sagt, in Vers 27, alle schauen zu dir hin für Speise und so weiter und so fort. Vers 29, verbirgst du dein Angesicht, so befällt sie Schrecken. Nimmst du weg ihren Odem oder Geist, so sterben sie und kehren zurück zum Staub, woher sie gekommen. Jetzt Vers 30. Lässt du ausgehen deinen Odem oder Geist. Im Hebräischen ist das Wort für Odem und für Geist das gleiche, Ruach. Lässt du ausgehen deinen Odem oder deinen Geist, so werden sie geschaffen. Denken wir daran, wir hatten gelesen, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und so erneuerst du das Antlitz der Erde. Interessante Wortwahl. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie geschaffen und dann erneuerst du das Antlitz der Erde. Das ist genau das, was in 1. Mose 1, angefangen in Vers 2, beschrieben wird. Gott erneuerte das Antlitz der Erde, das nämlich wüst und leer geworden war. Wir sagen in unserer Broschüre, weder der Mensch noch die Tiere haben sich laut Bibel über Millionen von Jahren entwickelt. Vielmehr lesen wir, dass Gott Tiere nach ihrer Art erschuf. Das werden wir noch lesen. Den Menschen jedoch schuf er nach dem Bilde Gottes, nicht nach der Art der Tiere. Schauen Sie, Tiere wurden nicht in der Weise erschaffen, dass aus einer Art eine andere Art werden könnte. Die Bibel gestattet keine artübergreifenden Veränderungen oder Groß- oder Makromutationen, die aber die Evolutionslehre voraussetzt. Die sagt ja, dass zum Beispiel aus einem Fisch ein Reptil sich entwickelt hat und aus einem Reptil ein Säugetier oder ein Vogel und dann ein Säugetier. Artübergreifende Mutationen, die wissenschaftlich nicht bewiesen werden können, die es nämlich heute nicht gibt, die es nie gegeben hat und die laut Bibel auch gar nicht existieren können, denn Gott hat die Pflanzenwelt und die Tierwelt nach ihrer Art erschaffen, dass sie sich nach ihrer Art dann multiplizieren sollten. Wir sagen dann, heute noch vermehren sich Tiere nach ihrer Art. Kein Wissenschaftler ist in der Lage, aus einem Pferd einen Hund zu züchten oder aus einem Hai ein Krokodil. Wir lesen in 1. Mose 1 und Vers 2, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Wie ich sagte, das Wort Geist kann auch im Hebräischen Odem bedeuten oder Atem. Aber in diesem Fall ist schon Geist richtig. Es war Gottes Geist, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht, durch den alles dies dann geschaffen wurde, wiederhergestellt wurde, was hier beschrieben steht. Wenn es heißt, er schwebte über dem Wasser, auf dem Wasser, dann ist die hebräische Bedeutung eine viel stärkere noch. Es geht hier um eine Bewegung mit Kraft, mit Energie, mit Macht. Also es geht hier darum, dass der Geist Gottes mit Macht, mit Energie, mit Kraft gegenwärtig war. Lesen wir nun, angefangen in Vers 3, was geschah. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward oder wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Schauen Sie, das ist tief symbolisch zu sehen. Wir sind heute, oder sollten zumindest, wenn wir von Gottes Geist bekehrt worden sind, Licht. Wir sollten nicht mehr in der Finsternis wandeln. Durch Satans Taten wurde die Erde finster. Er wurde der Fürst der Finsternis. Und das Erste, was Gott jetzt tat, war, die Finsternis vom Licht zu scheiden. Sodass auch wir heute, denn es geht ja alles und führt ja alles auf die Erschaffung des Menschen hinaus hier an dieser Stelle, wir auch heute sollten nicht mehr in der Finsternis leben. Es sollte keinerlei Zusammenhang mehr bestehen zwischen dem, wie wir leben, und der Finsternis, die leider über diese Welt herrscht. Und er sagt in Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.
Und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, als damals Judas Iskariot Christus verriet, als er sich von den Jüngern entfernte, als sie das Passamahl zu sich nahmen. Da hieß es, und es war Nacht. Warum wird das gesagt? Nun, weil eben jetzt der Fürst der Finsternis den Judas total beherrschte. Und Gott sprach, Vers 6, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Und da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und so geschah es. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, an denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Warum wird es immer betont, nach seiner Art? Und warum wird gesagt, dass das gut war? Nun, wenn sie sich eben anders vermehrt hätten, wäre es eben nicht gut gewesen. Wir lesen in Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen oder die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, die Sonne, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, der Mond, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Auch hier wiederum wird die Scheidung, die Trennung zwischen Licht und Finsternis erwähnt. Und Gott sah, dass es gut war, und da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Wie ich sagte, Licht und Finsternis sollten geschieden werden. Zweimal wird dies erwähnt. Wir wissen ja bereits, wir werden das in der nächsten Predigt lesen, dass dann am sechsten Tag der Mensch erschaffen wurde. Die Erde wurde wiederhergestellt, um für den Menschen bewohnbar zu sein. Aber möglicherweise gibt es hier Widersprüche. Jedenfalls haben einige gesagt, es gäbe hier Widersprüche. Und so möchte ich jetzt noch ein weiteres Beispiel aus unserer Broschüre über die Evolution vorlesen, die sich auf diese scheinbaren Widersprüche bezieht. Da heißt es nämlich, eine genaue Untersuchung des biblischen Schöpfungsberichtes, in Anführungszeichen, denn es ist ja nicht der ursprüngliche Schöpfungsbericht, es ist ja die Wiederherstellung der Erde, die ergibt, dass die auf die Erde hereingebrochene Finsternisfolge sowohl eine aus dem All stammenden Katastrophe, die also durch diese Rebellion von Satan und seinen Engeln herbeigeführt wurde, wie zum Beispiel einem Meteoriteneinschlag war, als auch solche auf Erden stattfindenden resultierenden Katastrophen wie Vulkanausbrüche. Wir erklären hier also jetzt, wie es überhaupt zu dieser Finsternis kam. Warum war es finster auf der Erde? In Vers 3 sagt Gott, dass es Licht werden solle und es ward Licht. Die Verse 4 bis 18 erwähnen hingegen, das haben Sie ja gesehen, hoffe ich, dass Sie das bemerkt haben, dass Gott die Sterne, den Mond und die Sonne machte. Besteht hier ein Widerspruch? War der Skeptiker Voltaire auf der richtigen Spur, als er einmal spöttisch fragte, wie konnte es Licht geben, wenn es noch gar keine Sonne gab? Also er sagt hier zunächst einmal, am ersten Tag schuf er das Licht, aber dann wird er später von der Sonne und dem Mond und den Sternen gesprochen. Nun, wir hatten in der Broschüre über die Evolution beschrieben, was geschieht, wenn es zum Beispiel zu Meteoriteneinschlägen kommt auf diese Erde. Und diese Konsequenzen bestehen zum Beispiel in einem Rauch, der von den Flammen, die hier auf Erden dann entstehen, den Himmel für Monate verdunkelte. Das heißt, kein Sonnenlicht drang durch die Finsternis. Das Erste, was Gott nun tat, war, diese Dunkelheit zu einem Teil
zu entfernen, sodass das Licht der Sonne bis zu einem gewissen Grade auf die Erde scheinen konnte. Wir hatten gelesen, es war finster auf der Tiefe, und Gott sprach, es werde Licht, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Aber wie ist dann zu erklären, dass es später heißt, dass Gott erst am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne machte, das heißt drei Tage später? Wie gesagt, wie konnte es Licht geben, wenn Sonne, Mond und Sterne noch gar nicht existierten, wie das so einige sagen? Schauen Sie, wenn es zu einem angeblichen Widerspruch in der Bibel kommt, dann liegt das nicht an der Bibel. Jesus Christus sagt später deutlich im Johannesevangelium, die Schrift kann nicht gebrochen werden, es kann kein Widerspruch bestehen in der Bibel. Es bedeutet mit anderen Worten dann, dass irgendetwas in der Übersetzung vielleicht nicht richtig ist, oder aber, dass unser Verständnis von dem, was wir so lesen, nicht unbedingt richtig ist. Hier ist es wiederum ein Übersetzungsfehler. Denn das Wort für machte, was hier gebraucht wird am vierten Tag, ist das hebräische Wort asa. A-S-A-H. Und es kann auch mit hatte gemacht oder wird gemacht haben übersetzt werden, je nach Zusammenhang. Der Übersetzer hat hier das Wort machte gebraucht, eine Fehlübersetzung. Wir lesen hier in unserer Broschüre, da Gott Sonne, Mond und Sterne bereits am Anfang erschaffen hatte, wir hatten ja gelesen, 1. Mose 1 und Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Damit waren natürlich Sonne, Mond und Sterne mit eingeschlossen, die existierten also bereits. Da das also der Fall war, da ist natürlich in Vers 16 die Übersetzung hatte gemacht, notwendigerweise, logischerweise richtig. Also nicht Gott machte Sonne, Mond und Sterne, sondern hatte Sonne, Mond und Sterne gemacht. An diesem vierten Tag nun entfernte Gott die Asche und den Rauch vollends, sodass nun Sonne, Mond und Sterne in heller Klarheit sichtbar werden konnten. Wir lesen ja, und Gott sprach, es werden Lichter im Sinne von vollends sichtbar an der Feste des Himmels, die unterscheiden Tag und Nacht. Sie, solange, wie sie wegen der Rauchschwaden nur schwer erkennbar waren, haben sie eben nichts geschieden. Schieden sie eben nicht Tag und Nacht. In anderen Worten, Gott musste den Rauch und alle diese Teilchen, die eben Dunkelheit brachten, entfernen, dass es eben zu einer solchen Scheidung kommen konnte. R.K. Harrison schreibt auf Seite 554 in seinem Buch, das er verfasst hat, und zwar in seiner Einführung des Alten Testamentes, dass 1. Mose 1, die Verse 2 folgende, von dem Standpunkt des Schreibenden verfasst wurde, so als ob der Schreibende zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Erde war und die Phasen des erschaffenden Lebens so beschrieb, wie er sie vom Standpunkt der Erde aus erlebte. Von solch einem Standpunkt aus wurden die Himmelskörper erst am vierten Tage sichtbar, nachdem die dichte Wolkendecke, die die Erde umgab, zu einem großen Teil verschwunden war. Nun, folgende weitere Frage mag sich stellen. Wenn in 1. Mose 1 und Vers 2 von dem Einschlag eines oder mehrerer Meteoriten die Rede ist, und wir sagen nicht, dass es unbedingt so entstanden sein muss, aber wir sagen, dass das eine gute Erklärung wäre. Wir wissen, dass ursprünglich die Erde in einem herrlichen Zustand erschaffen worden ist und dass sie dann wüst und leer wurde, finster wurde. Wenn also Meteoriteneinschläge, wie auch viele Wissenschaftler sagen, dass die erfolgt sind, angeblich haben ja Meteoriteneinschläge dazu geführt, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, wenn das also der Fall war, dann erhebt sich die Frage, wieso wird hier dann die ganze Zeit von Wasser gesprochen? Wieso musste das Wasser geschieden werden von der Erde? Wir sagen in unserer Broschüre, dass wir nicht unbedingt alle Einzelheiten wissen, die zu dieser Katastrophe und dann zu dieser Finsternis auf Erden geführt haben. Aber interessante Merkmale können sich ergeben. Wir möchten aus einem Buch zitieren, die Arche Noah, die auf Vulkanausbrüche in Krakatau auf der gleichnamigen Insel beschrieben werden. Das ist die Insel bei Java. Da heißt es wie folgt. Bis zum 26. August 1883 war das Eiland 33,5 Quadratkilometer groß. Am späten Abend jenes Tages setzte dann der größte Vulkanausbruch des Jahrhunderts ein und zerstörte über die Hälfte der Insel, sodass ihr Areal heute nur noch 15,5 Quadratkilometer beträgt.
Eine der Explosionen verursachte den lautesten Knall, den Menschen je gehört haben. Er war 4500 Meter weit zu vernehmen. Die durch die Eruption erzeugte Druckwelle und das mit ihr einhergehende Erdbeben spürte man in der ganzen Welt. Man hat errechnet, dass die von dem Vulkan hochgeschleuderte Säule aus Steinen, Staub und Asche an die 30.000 Meter aufragte. Die durch den Ausbruch verursachten Flutwellen erreichten Höhen von 15 Meter und töteten an den Küsten von Java und Sumatra über 36.000 Menschen. Der Staub verursachte einen 2-3 Jahre anhaltenden deutlichen Temperaturrückgang sowie 6 Wochen lang nach der Eruption starke Regenfälle in aller Welt. Wir fahren dann fort zu sagen, riesige Flutwellen, wie oben angedeutet, könnten durch die Unterwasserbeben erzeugt werden, die dann, wie ein Magazin schrieb, durch das Meer mit der Geschwindigkeit eines Düsenflugzeugs jagen. Das war ein Artikel aus der PM. Wir können uns hier an das Erdbeben erinnern und dann an die Tsunami, die Tidal Wave, die dann in Indonesien vor gar nicht allzu langer Zeit erfolgt ist. Oder auch an den Vulkanausbruch, der zum Beispiel den ganzen Flugverkehr über Europa eine gewisse Zeit lang lahmlegte, aufgrund dieser Wolke, die entstand. Wir fahren fort zu sagen, im Frühjahr 1960 suchten eine Reihe von Erdbeben vor der Küste Chiles die südliche Hälfte Südamerikas heim. Die dadurch entstandenen Tsunamis oder Tidal Waves richteten noch in Australien und Japan Zerstörungen an. In Chile sank ein Küstenstreifen von knapp 500 Kilometer Länge und 20 bis 30 Kilometer Breite um knapp 2 Meter ab. Nach diesem Beben fand man kilometerweit im Inland Salzwasser aus dem Ozean. Das Mississippi-Tal von Madrid im US-Bundesstaat Missouri wurde zwischen Dezember 1811 und Februar 1812 durch eine Reihe von Erdbeben erschüttert, die einen geschätzten Wert von 8,3 bis 8,7 auf der Richterskala hatten. Durch diese Erdbeben veränderte der Mississippi seinen Lauf und die durch das Beben erzeugte Absenkung des Erdbebens oder Erdbodens ließ einen See entstehen, den Real Foot Lake, der heute an der Grenze zwischen Tennessee und Kentucky liegt. Ich habe vor einigen Jahren in Oregon mir die Vulkane angesehen, die damals, ja, einer ist ja ausgebrochen davon. Und auch da ist ein See entstanden, der vorher nicht existiert hatte, durch diesen Vulkanausbruch. Und nebenbei gesagt, sind die Vulkane da nach wie vor tätig. Und man rechnet damit, dass es wiederum zu einem Vulkanausbruch in der Gegend kommen wird. Und es wird sogar gesagt, dass das gesamte Yellowstone-Nationalgebiet einem Vulkanausbruch, mehreren Vulkanausbrüchen, mit Sicherheit entgegensieht. Aber das nur als Randbemerkung. Wir fahren in unserer Broschüre fort zu sagen, Wissenschaftler sagen uns, dass es zur Überflutung weiter Teile der Erde gar nicht einmal große Absenkungen bedarf. Bangkok in Thailand liegt nur einen guten Meter über dem Meeresspiegel. Ein großer Teil Londons befindet sich auf tiefliegendem Grund. Und der größte Teil der Niederlande liegt sogar unter dem Meeresspiegel. Entwicklungsländer auf Meereshöhe, wie zum Beispiel Bangladesch, sind durch Tsunamis besonders gefährdet. Durch Meteoriteneinschläge, herbeigeführte Erdbeben, Vulkanausbrüche und Erdabsenkungen können also durchaus zu Tsunamis und Regenfällen geführt haben und letztlich dazu, dass die Erdoberfläche mit Wasser bedeckt wurde. Was erklären würde, warum die Erde nicht nur wüst und leer war, sondern weil eben auch Wasser die Erde bedeckte. Und natürlich wurde das Wasser dann weggeschafft oder es wurde dann Land sichtbar. Wir lesen ja auch später, dass in der Sintflut natürlich die gesamte Erdoberfläche mit Wasser bedeckt worden ist. Nun, die meisten Menschen glauben das heute auch nicht, aber die Bibel sagt uns deutlich, dass dies geschehen ist. Lesen wir 1. Mose 1, die Verse 20 bis 25. Und Gott sprach: Es wimmelte das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden, unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Wale, wie es heißen sollte, und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Art wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und da war das Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, Vers 24, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art.
Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Warum meinen Sie wohl, wird das immer wieder betont? Hatte Gott schon gewusst, dass es letztendlich dazu kommen würde, dass Wissenschaftler vorgeben würden, dass sich eben Tiere und Pflanzen nicht nach ihrer Art vermehrt haben, sondern dass es übergreifende, artüberschlagende Mutationen geben würde? Schauen Sie, die Evolutionslehre ist ja keine Erfindung des 19. Jahrhunderts von Darwin. Die geht ja zurück auf die Griechen, die vor Christus gelebt haben. Die haben das bereits schon gelehrt. Und so betont Gott nach wie vor, alles dies geschah nach seiner Art. Vers 25, Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann lesen wir Vers 26 und hier kommt der große Abschnitt der Änderung. Schauen Sie, er hatte die Pflanzen geschaffen nach ihrer Art, er hatte die Tiere geschaffen nach ihrer Art. Und die Evolutionslehre sagt, und der Mensch ist lediglich die letzte Stufe der Entwicklung aus dem Tierreich. Also eben auch ein Tier. Gott sagt das ganz anders. Gott sagt in Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Wir hatten ja bereits erklärt, dass Gott eine Familie ist, die zurzeit aus zwei Personen besteht, dem Vater und dem Sohn. Gott, das Wort ist im Hebräischen das Wort Elohim, ein plurale Tantum, das eben mehr als nur eine Person beinhaltet. Und so sprach Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also nicht mehr nach der Art des Tieres, nicht mehr nach der Art der Pflanzen, sondern nach der Art Gottes, wenn man das so sehen will. Das war der Zweck der Erschaffung des Menschen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und da wird auch der Unterschied hier erwähnt. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh. Und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Also kein Tier, sondern die würden über alle die Tiere herrschen. Der Mensch wurde erschaffen nach dem Bilde Gottes. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Mensch nicht das Endprodukt einer Evolution ist. Dass der Mensch kein Tier ist, auch wenn er sich manchmal vielleicht wie ein Tier benimmt. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes erschaffen worden. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, denn sie zeigt auch die Zukunft, die potenzielle Zukunft des Menschen. Damals wurde der Mensch natürlich als ein physisches Wesen erschaffen. Aber das Potenzial des Menschen ist, ein Geisteswesen zu werden, dem Bilde Gottes völlig gleich zu werden. Und das ist eine Wahrheit, die wir uns in der nächsten Predigt dann näher anschauen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.